Durchführen. Wir sehen, dass der Anteil der Kontaktreduktion einfach nicht ausreicht. Wir kommen bislang auf eine Kontaktreduktion auf etwa 40%. Und wir sind der festen Meinung, dass wir eine Kontaktreduktion brauchen, die über 60% liegt. Das sehen wir ganz gut, ich nur wiederholen. Das hängt in hohem Maße damit zusammen, wie wir alle uns verhalten. Wir sind diese Menschen, die das Virus tragen. Wir sind diejenigen, die diese Reduktion durch Einschränkung unserer Kontakte aktiv herbeiführen können. Also wenn die Menschen nicht von alleine diese 60% Reduktion schaffen, dann muss man sicher andere Maßnahmen sich überlegen. Ja. Wenn es nicht gelingt, dann sehe ich keine andere Möglichkeit.